What's up, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten MW2-Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, die Beta ist wieder in vollem Gange und wir alle haben Zugriff auf das Spiel, jetzt sogar auch PC-Spieler und Xbox-Spieler. Und natürlich gab es im Vergleich zum ersten Wochenende hier jetzt im zweiten Beta-Wochenende einige Änderungen und Updates, die ich euch ja schon im letzten Update alle erklärt habe. Also falls ihr das nicht gesehen habt, schaut dort auf jeden Fall nochmal rein. Und jetzt haben wir dann auch den ersten Waffen-Patch für MW2 bekommen, also einige Waffen wurden schlechter gemacht. Es wurde keine besser gemacht, das kann ich jetzt mal schon mal sagen. Aber wir haben einige Veränderungen von sehr, sehr beliebten Waffen. Das alles werde ich euch heute vorstellen, damit ihr auch entscheiden könnt, mit welcher Waffe ihr in das nächste Match starten wollt. Vorab könnt ihr mir gerne schon mal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, falls ihr gar nichts mehr verpassen wollt rund um MW2, die neuesten Updates und Informationen so schnell wie möglich hier auf diesem Kanal. Und schreibt mir gerne mal eure Lieblingswaffe bisher in dieser Beta in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr so zockt. Und dann schauen wir auch direkt mal rein, ob sich jetzt vielleicht nach diesen Patches irgendetwas daran ändern wird. Ein Problem, über das sich viele Spieler aufregen, ist ja bekanntlich die TTK, also die Time to Kill, wie lange braucht man, um den Gegner down zu bekommen. Und die ist für viele Spieler ja viel zu gering, also man stirbt einfach zu schnell. Und wenn man die Waffen natürlich nerft und deren Schaden verringert, kann man dem natürlich entgegenwirken. Und ich denke, dass sich die TTK dann auch ein bisschen besser anfühlen kann, wenn dann verschiedene Waffen einfach genervt werden und da auch der Schaden deutlich reduziert wird. Dann fangen wir auch mal an, und zwar mit dem Kampfgewehr F-Tech Recoil. Dort wurde nämlich der Schaden verringert im Full-Auto-Modus. Gleichzeitig wurde dann auch der Rückstoß vergrößert und es gab eine kleine Schadensreduzierung für Headshots. Also diese Waffe wurde jetzt verschlechtert, vor allem wenn man sie in der vollautomatischen Variante spielt. Als nächstes haben wir dann die FSS Hurricane SMG. Hier wurde der Schaden auf Distanz verringert und auch der Kopfschussmultiplikator wurde verringert. Das heißt, getreu einer SMG macht die ganze Waffe jetzt natürlich auf nähere Distanz immer noch den gleichen Schaden, aber wenn man weiter weg ist, ist das Ganze schlechter geworden. So sollten SMGs natürlich ja auch sein. Dann kommen wir hier zum ersten Sturmgewehr, und zwar die Lachmann 556. Hier haben wir eine kleine Rückstoßerhöhung, eine kleine Schadensreduzierung für Headshots und die Kugelstreuung, wenn ihr mit dieser Waffe aus der Hüfte schießt, wurde auch ein bisschen erhöht. Das nächste Sturmgewehr, das genervt worden ist, ist die M4. Wahrscheinlich hat jeder von euch diese Waffe schon ausgetestet. Ist ja auch die Standardwaffe, mit der man hier beginnt. Und zwar wurde die Streuung der Kugeln, wenn man aus der Hüfte schießt, ein bisschen erhöht. Ansonsten bleibt die M4 aber gleich. Das heißt, sie müsste sich genauso anfühlen wie vor diesem Patch. Die gleiche Änderung haben wir auch bei dem M16 Sturmgewehr. Auch hier die Streuung aus der Hüfte erhöht. Genauso wie bei dem Sturmgewehr Castor 74U. Man kann also sagen, dass alle Sturmgewehre aus der Hüfte einfach schlechter geworden sind. Das ist auch nicht weiter dramatisch und auch eigentlich eine gute Änderung. Denn Sturmgewehre sind natürlich dafür da, im Visier zu zielen. Und nicht um die Gegner einfach ohne anzuvisieren aus der Hüfte wegzusprayen. Dafür haben wir SMGs. Kommen wir dann auch schon zu der letzten Waffe, die hier einen Nerf bekommen hat. Und zwar ist das die Lachmann Sub, also die Lachmann Maschinenpistolen-Variante, die extrem stark ist bisher in dieser Beta. Und die wurde dann natürlich auch verschlechtert. Und zwar eine kleine Damage Reduction, also weniger Schaden. Und auch ein bisschen weniger Schaden auf Headshots. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Waffe jetzt anfühlt. Wie gesagt, die Lachmann ist bisher schon wirklich sehr, sehr stark. Und mit einer der besten Waffen. Und auf jeden Fall die beste Maschinenpistole im Game bisher. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir sehen hier nur Sturmgewehre und MPs sowie ein Kampfgewehr haben hier eine Nerf bekommen. Alles andere bleibt gleich, also Schrotflinten, Scharfschützengewehre sollten sich genauso anfühlen wie vor dem Patch. Da habe ich auch nicht wirklich erwartet, dass da irgendwas kommt, denn die anderen Waffenklassen waren schon sehr dominant bisher. Schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal eure Lieblingswaffe bisher in dieser Beta in die Kommentare und was eurer Meinung nach die beste Waffe bisher ist. Natürlich werden wir jetzt öfter solche Updates für die Waffen sehen, denn das Spiel muss natürlich ausgebalanced werden, dafür ist die Beta ja da. Und auch wenn wir dann den vollen Release haben, wird immer mal wieder etwas geändert werden. Und wenn es dann soweit ist, seid ihr natürlich auf meinem Kanal an der richtigen Adresse. Ich werde euch dann sofort diese Information raushauen. Falls euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr hier gar nichts mehr verpassen wollt, rund um MW2. Alle Updates, alle Informationen und News, die so rauskommen. Und das wäre es dann auch von mir gewesen. Und ich sage hasta la vista, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part.